Ab 11 Jahre fing ich schon an, wegzulaufen. Und dann hat meine Mutter mal ihren Bruder geholt und hat ihm gesagt, ja, dass er mich suchen soll oder so. Also ich habe ein komplettes Doppelleben geführt, im Prinzip. Ich hatte alles zum Vortäuschen. Ich hatte meine Freunde, ich bin zur Schule gegangen, ich habe Hobbys gehabt, ich habe Klarinette gespielt, ich bin zum Reitunterricht gegangen, ich habe Kampfsport gemacht. Und ich habe aber genauso gut meine Freunde gehabt, die mir meinen Stoff besorgt haben. Die ganzen negativen Dinge, die in mir immer noch stecken, die versuche ich immer zu verdrängen damit, mit den Drogen. Ich kann sowieso nicht so lange auf der Straße sitzen und Leute nach Geld fragen halt. Das geht bei mir einfach nicht. Das macht den Klick und dann denkst du mir, nee, das geht nicht. Das ist falsch, was du da machst. Das Journal ist auch Arbeiten. Du stehst praktisch. Du bist eigentlich auch in so einem Trott drin, wie wenn du zu Hause bist. Du stehst auf, du machst dich fertig, du gehst los. Jetzt der Normalbürger vielleicht zur Arbeit und der Punker, der auf der Straße ist, geht zum Schnurren. Und dann haben wir da irgendwie zu acht in ihrem kleinen Zimmer geschlafen, auf dem Boden verteilt, die Leute, und dann noch mit 5 Hunden. Ja, 3 davon kannte man gar nicht, aber egal. Man ist in der gleichen Situation und da hält man halt zusammen. Ich bin froh, dass ich diese Frau nicht mehr sehen muss. Weil das nicht meine Mutter ist. Das ist für mich eine Geburtsmaschine. Es gibt halt Tage, wo wir uns immer noch komplett anzieht. Aber halt auch welche, wo ich einfach nur denke, ist immer meine Mom. Ich renne immer irgendwie davon, immer sozusagen vor meinem Onkel, immer meinen Träumen. Die Dunkelheit war immer mein Versteck. Wenn er mit einer Taschenlampe irgendwo nach mir sucht, war die Dunkelheit mein, sozusagen, mein Schutz.